Vorhin bin ich mit dem Güterzug von München auf den Brennerpass gefahren, um zu schauen, wie das funktioniert mit der Verladung von Gütern von der Straße auf die Schiene, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Jetzt stehe ich hier an der Brennerautobahn in Tirol in Österreich und sehe, wie viele Lkw hier immer noch unterwegs sind, für Lärm sorgen, die Menschen belasten, Schadstoffe ausstoßen und das Klima belasten. Und es macht deutlich, dass gerade in Deutschland dringend gehandelt werden muss. Wir brauchen die Verkehrswende, gerade im Güterverkehrsbereich. Um mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern, brauchen wir höhere Lkw-Mautsätze, so wie es sie schon in Österreich gibt. So müssen wir auch in Deutschland externe Faktoren, also die Umweltbelastung durch den Lkw-Verkehr, einpreisen und die Lkw-Maut teurer machen. Wir müssen die Trassenpreise für den Schienengüterverkehr dauerhaft nach unten bringen. Und wir müssen die Infrastruktur ausbauen, damit die Kapazität so groß ist, auch eine wachsende Menge an Schienengüterverkehr aufzunehmen. Und wir müssen Verladestationen einrichten, damit es auch wirklich funktioniert, Güter auf die Schiene zu bringen. Also es gibt eine Menge zu tun. Wir haben uns das als Grüne vorgenommen. Wir haben da, denke ich, ganz gute Konzepte erarbeitet. Und gerade wenn man hier steht, an so einer hochbelasteten Straße, sieht man, wie notwendig das ist. Wir brauchen die Verkehrswende.